einkaufen können. Wir fahren. Ist schon wieder leer. Ich habe es gestern vollgeladen reingetan. Wir fahren jetzt Richtung Wolfsburg und dann nach Helmstedt. Marienthal. So. Marienthal Horst ist der Campingplatz und das ist dann noch 9 Kilometer von Helmstedt entfernt. Da fahren wir früh dahin. Müssen wir mal schauen, wo wir heute einkaufen können. Hier sonst? Es ist erst 10. Bei Wolfsburg wird es bestimmt einen Laden am Mulde geben, wo einkaufen können. Ja, denke ich schon. So, moin. Wir sind wieder am Kanal. Kurz vor Königseichen heißt das hier, glaube ich. Sind wir wieder drauf gefahren. Ja, Schotterpiste. Aber geht noch, ne? Lässt sich noch einigermaßen fahren. Ja, wir haben heute die Nacht war nicht so prickelnd. Oder der Abend. Weil auf dem Campingplatz eine etwas größere Familienfeier war. Und das war natürlich, die haben sich gestern alle getroffen und da war es natürlich etwas lauter. Beziehungsweise, also ich fand es ging mit Stöpseln im Ohr. Aber Dirk hatte. Hat halb 2 Uhr nachts Laufmusik. Die Bässe gehört also. Ständig. Ja, das ist nervig. Also hätten wir hier am Kanal etwas ruhiger geschlafen, das stimmt. Du solltest das Mikro jetzt nehmen. Das würde man nicht verstehen. Ja, gut, dann so laut. Okay, gut. Nehmen wir das Mikro. Ups. So. Ja, wir haben es nicht geladen. Das ist alle. Okay. Gut. Jetzt aufladen müssen. Okay. Denn nicht. Dann müsst ihr die. Müssen wir die Windgeräusche jetzt mal hinnehmen. Dirkchen in seiner vollen Schönheit. Hallo. Hallo. Ja. Und das ist der Kanal. Sieht eigentlich genauso aus wie gestern. Okay. Jetzt geht der Radweg hier unten durch den Wald weiter. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ach, ist nur ein kurzes Stück hier. Ziemlich holperig. Eben Waldweg. Und Dirk flufft hier rüber, als hätte er kein Gepäck auf dem Rad. Dem merkt man es total an, dass er seinen Anhänger nicht hat. Wir sind jetzt hier auf dem Sassenburger Geschichtspfad. Und fahren Richtung Bockling. Da sind wir hergekommen. Hier sieht es noch harmlos aus. Aber das, was auf dem Schild vorhin stand, von wegen Radwegschäden, das war nicht zu viel versprochen. Essen wir einen kleinen Müsli-Riegel und dann geht es weiter Richtung Bockling. Hoffen wir mal, dass der Weg so bleibt, wie er hier vorne aussieht. Das sieht ganz gut aus, gerade war es nicht so schön. Aber natürlich war der Akku von der GoPro wieder leer. Andererseits matschige Schlaglöcher kennt eigentlich jeder, ne? Die muss man auch nicht immer filmen. Gut. Ja, vielleicht sehen wir ja noch das ein oder andere Tier. Ein paar Rehe. Aber ich fürchte, das ist jetzt nicht die Uhrzeit für ein Reh, was hier durch den Wald kreucht. Das sieht aus wie großer Hund. Ja. Ja, da bin ich aber gespannt. So, Vorsicht. Bleib schön da. Super. Das wäre es jetzt, ne? Noch gewesen. Fährt man durch ganz Europa und wird nicht einmal vom Hund gebissen. Fährt durch Deutschland, knapp 200 Kilometer von zu Hause entfernt. Und da passiert es. Nein. War harmlos, habt ihr ja gesehen. Aber man weiß halt nie, wie so ein Tier tickt, ne? In dem Moment, wo man da lang rattert. Man erscheint ja auch wie so ein Monstrum mit so einem großen Fahrrad. Also die meisten haben Angst und fangen an zu bellen. So, sind wir gerade in Wolfsburg angekommen, ne? Ja, Wolfsburg. Genau, hat ein bisschen geregnet zwischendurch. Und jetzt haben wir gerade eingekauft beim Rewe. Ein bisschen was zu essen. Endlich, essen. Können ein bisschen Pause machen. Genau. Ist nicht mehr weit, 25 Kilometer noch. Ach so, ach, da können wir ja ruhig ganz chillig jetzt. Wir können sehr chillig sein, ja. Ja. Ja, prima. Dann wollen wir jetzt ein bisschen was essen, ein paar Wraps, einen Kaffee trinken, ein bisschen dampfen.
Marienthalhorst, da wollen wir hin und da ist unser Campingplatz für heute. Super. Okay, das ist der Campingplatz. Der sieht doch auch ganz idyllisch aus. Von 10 bis 9 Uhr morgens Regen. Okay. So ist die jetzige Wetterlage. Okay, schauen wir mal. Morgen Abend. So, wir sind da. Da steht das Zelt. Da ist gleich das Toilettenhaus, total praktisch. Hier haben wir eine kleine Sitzmöglichkeit. Da sind unsere Akkus, die laden da unten. Wenn es ein bisschen fieselt, dann können wir sie vielleicht noch hängen lassen. Ansonsten müssen wir sie doch reinholen. Ja, okay. Jetzt hoffen wir auf einen relativ entspannten Abend. Ja, und dass es morgen früh zügig klappt mit dem Einpacken, denn wir werden ja morgen das erste Mal mit unseren vollgepackten Fahrrädern dem Zug fahren. Mit diesen Rädern zum ersten, naja gut, nein, wir sind ja auch schon in Italien einmal gefahren. Aber da war es entspannter. Irgendwie, ich weiß auch nicht, es war auch nicht entspannt. Nee. Entspannt ist Zugfahren mit vollgepacktem Rad nie. Okay. Na gut, wird schon irgendwie werden. Auf jeden Fall versuchen wir das dann auch festzuhalten. Mal sehen, ob wir das hinkriegen, gleichzeitig mit Kamera und Fahrrad und überhaupt. Okay, gut. So, es soll gleich regnen, also sage ich jetzt erstmal Tschüss. Bis morgen.